Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Es war nochmal schön, ne, diese Aufnahmesession mit den vielen Kommentaren. Das hat mich nochmal schön gefreut. Man war ja jetzt eine Zeit lang, wo die Kommentare ein bisschen weniger waren, weil die Leute ja sich eher berieseln lassen wollten. Ne, oder dann teilweise gar nicht irgendwie die, wenn sie es dann am Fernseher gucken, gar nicht Kommentare schreiben können und so. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber es war nochmal schön, dann nochmal so einen Schwung an ganzen Kommentaren zu bekommen. Und wir haben ja auch mit den Toiletten und getrennten Badezimmern haben wir ja auch umgesetzt. Ne? Ich bin mal gespannt, wann wir das nächste Mal was von Prolet hören, weil er meinte ja, dass er jetzt eine Zeit lang Pause macht und dann alles auf einen Schwall guckt. Mal gucken, ob er dann auch nochmal schreibt oder ob er dann denkt, ja, jetzt ist das ja eh alles schon gegessen, ne? Da muss man nichts mehr schreiben oder sowas. Mal gespannt. Ich bin auch die ganze Zeit schon am Gucken für andere Projekte. Oh. Dass der hier immer mit Jade bauen will, ne? Furchtbar. Ich bin auch hier schon immer am Gucken, was ich denn noch so als nächstes so für andere Projekte so bauen kann. Bauen kann. So andere Projekte. Machen kann und habe auch tatsächlich schon ein paar so in Aussicht. Ich bin mal gespannt. Aber erstmal wird es Zeit für einen Urlaub. Ja, wobei, ob ich mal das Urlaub nennen kann. Ich habe viel vor tatsächlich. Aber ich bin mal gespannt, wie das wird. Ob ich das schaffe, alles umzusetzen. Oder ob es dann am Ende leider doch nichts wird. Ach, das wäre so geil. Ich habe ja nicht gedacht, dass Pascal viel beim Aufbauen reißen wird, ne? Aber bis jetzt ist irgendwie Pascal der einzige gefühlt, der hier arbeitet. Also von denen, die bauen. Ich meine, was macht Mike die ganze Zeit? Der ist irgendwie nur am Schlafen. Guck das an. Guck dir das an. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Also es liegt natürlich bei Mike viel hier drum, ne? Dass wenn die anderen wach sind, er schläft. Und dann aber dafür die ganze Nacht wach ist. Ein dunkles Gebilde fehlt. Ja, es fehlt sehr vieles. Blutige Form fehlt. Kann ich davon was herstellen? Hier, dunkles Gebilde. Machen wir alles verbieten. Und Steinblöcke sind erlaubt. 4 Stück. Dann machen wir noch 2 gewaltige Skulpturen. Eine sollte ja hier rein und eine andere kommt noch. Boah, hier könnten wir eine ultra riesige. Dann machen wir erstmal nur 2 Stück. Hier könnten wir eventuell kleine. Also dann machen wir dann 2 große Skulpturen. Ein Schamanenhändler. Händler, davon können wir nie genug haben zurzeit. Ah, hier sind diese Crabs. Micha, kümmere dich mal drum.
Ich glaube, wenn wir hier die Holzdinger gemacht haben, dann bauen wir erstmal. Sollen wir ein paar von den Dinos verticken? Ich muss die Schafe auch regulieren. Erstmal die ganzen Eier. Wir verticken die ganzen Eier. Neutramin. Muss ich Neutramin kaufen, wenn wir es doch selber herstellen können? Ja, ich lasse es so. Ich lasse es einfach so. Blutige Form. Wobei die blutige Form ist, glaube ich, das hier. Ist die Frage, lasse ich die jetzt noch erst alles glätten und baue dann die Teile hin? Ich glaube, die können den Boden glätten, wenn da drüber die Plattform ist, oder? Das ist meine Befürchtung. Nachher baue ich die Plattform hier und dann können die da nicht den Boden glätten. Oh Mann, ey. Das kostet natürlich sehr viel Zeit, wenn Mike sich dann um den Baum kümmern muss. Hier sind wir zum Glück schon durch. Hat sich auch Pascal drum gekümmert. Warum liegt Ismael noch flach? Ach so. Warum ist hier so ein Teil drin, wenn wir hier ein Klimagerät haben? Es werden keine Fragen gestellt. Das ist natürlich hier so ein bisschen tricky, ne? Wenn die dann hier irgendwas machen wollen und dann festbuggen. Ach ja, ich wollte die Schafe regulieren. So, maximal. Zwei männliche und maximal vier weibliche. Ja, Jungtiere machen wir das. Ah, das ist ein bisschen viel, ne? Wir müssen das ein bisschen mehr regulieren. Vor allem produzieren wir jetzt Wolle auch. Ich glaube, diese Insektenviecher vermehren sich nicht. Die Jellypots. Aber das ist auch nicht schlecht, ein paar von denen zu haben. Wenn wir jetzt ja Schafe haben, ich weiß nicht, ob wir uns die halten sollen, weil für einen Angriff sind die jetzt auch nicht so geil. Die vermehren sich flott.
Aber es wäre dann vielleicht besser, auf bessere Angriffstiere zu gehen. Tschö. Mami braucht aber ewig, um hier Dings zu machen, wa? Oh, guck mal, Jack Black stellt sogar schon eine der gewaltigen Skulpturen her. Mike schläft. Was macht Ismael? Er baut die Wand. Pascal auch. Pascal ist klar, ne? Pascal ist eine richtige Workerin hier, ne? Also, Pascal ballert durch. Sie ist auch noch wunderschön. Ich überlege, hier eine Tür durchzumachen, damit die nicht so weit laufen müssen, wenn die Sachen hier reinbringen. Hier will ich nicht durchmachen, weil hier kommt ein Fernseher hin. Damit der Zementmischer auch schon mal steht. Wie hoch können hier die 750? Die Bauteile hier unten bitte einmal einsammeln. Gut. Hä, wer seid ihr denn? Ach so, die Tributeintreiber. Alter, der sah gerade so aus, als würde hier beobachten und hier so schön über die Mauer lunzen.
Aber dabei ist er tot. Der kann niemanden mehr beobachten. Oder doch? Ist das dein Ernst? Verbleibende Arbeit 1, Ismael? Was soll denn das? Willst du mich hier ärgern oder was? Pascal, komm. Ehren-Pascal. Ah, er ist hier unten beschäftigt. Komm, wer erlöst mich? Nachdem Ismael mich hier so getrollt hat. Keiner? Pascal hat den ganzen Tag gearbeitet, er muss jetzt auch mal ruhen. Nicht so wie Mike, der eh den ganzen Tag pennt und nichts anderes tut. Ismael pennt auch, alle pennen. Hör mal, Mike, mal so als Frage, ne? Du bist ein bisschen drüber. Na, die anderen können ja pennen, wann sie wollen. Niemand, der mich erlösen will. Mike pennt immer noch. Oh, Mike ist wach. Aber Mike gönnt sich erstmal ein paar Beeren, dann einen schönen Kaffee. Oh, die Richtung ist gut, die Richtung ist schlecht. Dann geht er erstmal ein bisschen prügeln. Ich glaube, ich muss hier wieder strikte Arbeitszeiten einführen. Also wir haben das ja schon oft da, sehr oft eigentlich diskutiert, in jeder Staffel mindestens einmal eigentlich, wie wir die einzustellen haben. Und ich habe beides schon probiert. Entweder ich mache ja gerne immer, dass die alles machen können, so wie sie wollen. Danke, Mike. Oder wir geben denen strikte Arbeitseinteilung, dass die jetzt hier zum Beispiel haben, wir ein bisschen Freizeit. Dann arbeiten die mindestens 10 Stunden, dann haben die wieder ein bisschen Freizeit. Also mindestens 8 Stunden, aber wahrscheinlich ja 10. Und dann vor und nach dem Schlafen ein bisschen Freizeit. Wir können das ja mal bei einem machen, ja? So. Schlafen von... Ich weiß nicht, wo standardmäßig ist. 23. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stunden. So. 1, 3, 6, 7, 8. Das heißt, dann hätten die hier 3 Stunden Entspannung hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na, ob das besser ist als einfach, dass sie sich alles, dass sie alles machen dürfen? Ich weiß es nicht. Man könnte jetzt auch sagen, es ist zu viel Freizeit. Machen wir es so. Dann könnten sie theoretisch selbst entscheiden, ob sie 12 Stunden arbeiten.
Also so haben die auf jeden Fall einen garantierten Arbeitsbereich, wo die halt die ganze Zeit arbeiten. Ne? Wenn die alles machen, das glaube ich ist aber auch nicht so schlecht, wenn wir die Zeit einfach auf alles haben. Also im Prinzip so. Weil so wird das sein. Hey, wir haben Hunger, gehen essen. Hey, ich bin müde, sie gehen schlafen, schlafen so lange, bis voll ist. Oder hey, brauchen Entspannung, die machen so lange, bis Entspannung voll ist. Und das heißt ja dann im Prinzip, dass sie dann viel Zeit auch selbstständig zum Arbeiten haben. Ich meine, die arbeiten ja dann, ne? Guck, Pascal geht jetzt arbeiten, weil er alles andere voll hat. Stimmung gut ist und jetzt arbeitet der so lange, bis was anderes kommt. Guck mal, der kann sogar gut Bäume fällen. Übrigens. Vielleicht sollten wir bei den anderen, damit Mike nicht auch permanent am Pennen ist, ihm auch alles machen lassen. Ich meine, ich habe die ja nur gemacht, weil die Nachtschatten waren und die kriegen negativen Boni, wenn die tagsüber arbeiten. Ich wusste gar nicht, dass die Bonis kriegen, wenn die eine Insektenkolonie platt machen. Wir haben ja aber sehr viel Religion, das wir einbringen müssen. Wie gut bist du in Kunst? Gut, okay. Eine Schockgoat? Produzieren Milch. Dora? Was will denn Dora? Ah, das sind hier die Kiddies. Die haben ja alle, was haben die denn? Ist das? Die haben alle die gleichen Kopftücher an. Boah, 500 Silber. Wie viel Silber haben wir? Ich hoffe, da kommt was bei rum. Na, oft ist das ja so, dass wir auch gute Sachen wiederbekommen. Das heißt oft. Manchmal. Ach ja, wir können den ja jetzt einstellen. So, Leiche verbrennen. Für immer. So, dann nochmal Leiche verbrennen für immer. Alles verbieten. Tiere, aber nur verrottende. Hier sollen keine Kolonistenleichen verbrannt werden. Viel Spaß. Theoretisch wollen die einen Stuhl haben. Von mir aus.
Also, hier in dem Gastbereich muss das Gasthotel rein, es muss ein Restaurant rein, es muss ein Wellnessbereich rein, es muss ein Aufenthaltsraum rein. Vielleicht kriegen wir auch die Kirche hier rein. Ein Casino. Vielleicht eine kleine Parkeinheit. Kunstausstellung wird voll. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. In irgendeiner Staffel haben wir mal ein Museum gebaut, ne? Da haben wir jedes Tier, glaube ich, drin ausgestellt gehabt. Boah, das ist schon so lange her. Das war bestimmt eine DIE-Norm-Idee, ein Museum zu bauen. Ein Überpartner. Ich habe aber keinen Bock auf den Angriff. Lassen wir erstmal. Was macht Bambi eigentlich? Kümmert sich weiter um die Steine. Wir gehen so langsam mal hier auf die Geschütztürme. Jetzt für die Verteidigung. Kann Bambi wieder forschen. So, wie wär's mit nochmal einem Tragetag? Lieber nicht. Kein Wunder, warum Mike nicht baut. Der kümmert sich noch um die Tiere. Wenn die Mauer durch ist, haben wir keinen Sandstein mehr. Schockscharf. Ich glaube, wir werden diese... Beim nächsten Mal, wenn Händler kommen, werden wir die Dinos erstmal verticken. Ja, jetzt so viele Tiere. Alter, Jack Black. Richtig am Sprinten. Ich kann natürlich auch die Shockgoats machen. Jellypots lasse ich erstmal auf unendlich.
Nun gut, ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.